Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Thorsten. Und ich bin die Nicole. Heute gibt es mal ein ganz besonderes Video von uns. Und zwar geht es heute mal nicht direkt ums Fahrradfahren, sondern um die Kamera. Öfter mal was Neues. Auf geht's, viel Spaß! Liebe Leute, dann will ich mal ein bisschen erklären, wie ich eigentlich zu dieser Insta360 Ace Pro gekommen bin. Ja, ich filme ja schon lange mit Insta-Kameras. Ich bin ja angefangen mit der One Air, das ist diese. Da bin ich mit gestartet, das war meine allererste Kamera. Das ist ja dieses Modulsystem. Das war damals das System, was ich unbedingt haben wollte. Da kann man ja dementsprechend das umbauen und sagen, du pass mal auf, ich will einmal mit 4K-Kamera filmen oder ich möchte einmal mit der 360-Grad-Kamerafilm. Deswegen habe ich mir damals gekauft. Das war eine Alternative zu GoPro. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, weil die einfach günstiger war. Und ich hatte dementsprechend halt dieses Modulsystem. Das hat mich sehr angesprochen und das fand ich sehr gut. Und ich bin da ja am Anfang auch super mit klargekommen. Muss ich wirklich sagen. Also hat mich echt begeistert. Dann habe ich ja weiterhin dann die One Air S habe ich mir gekauft, weil die eine 1-Zoll-Linse schon hatte. Da habe ich gedacht, oh, die nimmst du auch noch mal mit dazu, weil dann kannst du dann aus mehreren Kameras verschiedene Sachen zusammenbauen, weil das Modulsystem passt zueinander, ist eigentlich super. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du das mal. Ja, und Ende letzten Jahres kam ja dann die Insta360 Ace Pro kam raus mit dem Klappdisplay. Und die zeige ich euch jetzt mal. Da muss ich aber eben mal umbauen, weil ich jetzt gerade mit der filme. Und die zeige ich euch jetzt mal eben. Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen. Da bin ich jetzt in meinem Studio. Ich wollte eigentlich ganz gerne draußen die Aufnahmen machen, aber leider, ja, Wetter spielt nicht mit. Also was soll ich sagen? Ja, jetzt bin ich hier und mache es eben von hier aus. Ja, ich stelle jetzt mal, wie gesagt, die neue Kamera vor, die Insta360 Ace Pro. Die wurde mir von der Firma Insta zur Verfügung gestellt und die möchte ich jetzt gerne mal vorstellen. Ja, was ich jetzt zu der Kamera noch bekommen habe, das zeige ich euch mal gerade. Ja, die Kamera einmal an sich selbst, ist klar, die habe ich natürlich bekommen. Das ist diese, die GPS-Fernbedienung, die wollte ich ganz gerne haben und mal testen. Die finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Die ist einmal jetzt in diesem Case, da kann man die am Lenker befestigen. Dann gibt es aber auch nochmal ein Case, wo man die reintun kann, dann kann man die wie so eine Uhr ummachen, ans Handgelenk, ist auch super. Dann habe ich dazu bekommen den Mikrofonadapter, den brauche ich ja für mein externes Mikrofon. Und natürlich für das externe Mikrofon den Cold-Schuh. Sonst können wir den Empfänger vom Mikrofon nicht an der Kamera befestigen. Der ist ganz wichtig, den müssen wir haben. Zusätzlich habe ich noch diese Motorradhalterung dazu bekommen. Das ist eine sehr, sehr, sehr robuste Halterung, die wirklich echt stabil ist. Und da kannst du richtig, wirklich Power machen. Die kannst du richtig derbe anziehen. Da gibt es sogar extra einen Kunststoffschlüssel für, damit man das richtig festziehen kann hier, die beiden Halterungen. Ja, und ich habe hier oben, wie ihr seht, habe ich da eine Schnellspannhalterung drauf. Die habe ich mit mir am Stick, an der Halterung, an verschiedenen anderen Sachen. Dann kann ich die Kamera immer umstecken. Ich habe sie hier gerade liegen, kann ich auch mal hier machen. Dann kann ich die immer hier oben draufstecken und dann ist sie sofort damit verbunden. Und ist auch ganz schnell wieder gelöst. Einfach einen Knopf drücken und fertig. Also das System, das habe ich schon ganz lange, das benutze ich auch schon echt ewig. Und das ist wirklich echt genial. Das funktioniert wirklich gut. Dann habe ich noch diese spezielle Halterung gekriegt. Das ist diese klappbare. Die kann man dann so aufstellen. So, dann hast du da so ein Dreibein, den du auf verschiedene Richtungen drehen kannst. Das ist ganz cool, das Teil. Nimmt auch wenig Platz weg. Ist relativ klein zusammengefaltet. Kann man gut in die Tasche einstecken. Sehr gut. Und dann habe ich noch dieses Teil hier. Das finde ich echt cool. Weil das kannst du überall so drum knoten. Kannst du auch quasi ums Handgelenk machen. Und ja, dann hast du hier so eine Halterung und dann kannst du oben die Kamera draufschrauben.
Kannst du überall mal dran schrauben, irgendwie, wenn du mal einen Laternenpfahl hast oder irgendwie ein Geländer, wo du mal irgendwie die Kamera dran machen willst, eben schnell, zack, eben einmal dran geschraubt, zack, einmal drum geknotet, fertig. Echt genial, das Teil. In der Verpackung von der Kamera ist auch dieser, ja, ein Saugnapf ist das nicht, aber so ein Klebefuß, den kann man überall dran kleben. Und da kann man die Kamera draufschrauben. Das war, wenn man mal glatte Flächen hat, kann man es irgendwie ans Auto mal aufs Auto kleben oder was auch immer. Und ich habe gelesen, wenn man das, wenn das die dreckig ist, die Klebefläche, dann kann man die einfach mit Wasser abwaschen und dann ist sie wieder sauber und klebt wieder. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe die mal hier auf den Tisch geklebt bei mir und die hält wirklich die wie die Hölle, das Ding. Muss man wirklich sagen. Ich bin echt beeindruckt, das von dem Teil. Ja, da ist natürlich noch ein USB-C auf USB-C-Kabel noch dabei zum Laden, weil die Ladebox ist hier an der Seite. Und wenn ihr ein externes Mikrofon benutzt, dann müsst ihr hier an der Seite von der Kamera die Klappe ausbauen, diese hier. Da sitzt auch die Speicherkarte drin und da ist ein USB-C-Anschluss hier an der Seite. Da muss die Klappe ab, sonst könnt ihr den Mikrofonadapter hier nicht einstecken. Das geht sonst nicht. Und sobald ihr das einsteckt, ist die Kamera nicht mehr wasserdicht. So, auf der anderen Seite von der Kamera, so hier, auf der Seite, ist der Akku eingesetzt. Ein 1650 mAh Akku ist da drin, der wirklich echt lange hält und auch wirklich schnell wieder voll ist. Ihr könnt über die USB-C-Schnittstelle direkt laden. Das funktioniert. Ihr könnt auch über den Mikrofonadapter, ist eine USB-C-Schnittstelle dran. Da könnt ihr das, die Kamera dann auch laden. Nur, ich habe festgestellt, wenn ihr die Kamera im Betrieb habt und aufnehmt und ihr habt den Mikrofonadapter eingesteckt und ladet über die USB-C-Steckdose, USB-C-Schnittstelle, dann habt ihr komische Geräusche. Nehmt ihr damit auf. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich würde das nicht empfehlen, über den Mikrofonadapter zu laden und gleichzeitig aufzunehmen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja. So, den Deckel, den kann man so abziehen. Dann hat man den so frei. Genau, dann ist die Seite frei. Dann kann man den Mikrofonadapter nehmen und einfach hier einfach einstecken. Oh, mein Schrauben muss man auch schon richtig rummachen, sonst geht das nicht. So. Zack, einfach eingesteckt, eingeklickt, fertig. Und schon ist der Mikrofonadapter dran. Kinderleicht. So, den Coldschuh. So, jetzt kommt es nämlich, der Coldschuh. Dieser Coldschuh für das externe Mikrofon wird unten in diese Halterung eingeschoben. Hier zeige ich das mal ein bisschen näher. So, wird hier unten eingeschoben und rastet dann ein. Zack, so. Und hier wird dann der Empfänger eingeklickt fürs Mikrofon. Das Problem ist, bei dieser Halterung, also mir ist das immer, fällt das immer auf. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten, die die Kamera auch haben, auch so ist. Bei mir rappelt sich diese Halterung immer los, wenn ich die Kamera am Lenker befestigt habe und mal irgendwie so eine Holperstrecke fahre und die Kamera so ein bisschen vibriert. Irgendwann löst sich dieser Schuh und fliegt immer weg. Zum Glück ist das Mikrofon ja mit der Kamera verbunden über das Spiralkabel. Da habe ich dann wirklich das Glück, dass schon öfter mal der Empfänger aufgefangen wurde von dem Kabel, weil ich nicht gemerkt habe, dass der sich gelöst hat. Dann rutscht er irgendwann raus und fällt ab. Das ist so ein bisschen negativ, das ärgert mich so ein bisschen. Da muss ich mal gucken, was ich mir da noch einfallen lasse, ob ich den mal irgendwie noch separat befestigen kann oder was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Ja, das besondere Feature an dieser Kamera ist ja, dass wir dieses 2,4 Zoll Schwenkdisplay haben. Das ist ja eine Besonderheit bei der Kamera und wenn man damit filmt und man vloggt mit der Kamera, da kann man das Display hinten hochklappen und man kann oben dann genau sehen, wie man im Bild zu sehen ist, was sie gerade einen aufnimmt und ja, ist echt klasse. Ja, die Einstellungen an der Kamera lassen sich über das Schwenkdisplay natürlich tätigen. Das Menü reagiert unwahrscheinlich schnell, der Touchscreen ist wirklich ganz, ganz schnell und ganz super zu machen und das ist wirklich ratzfatz, genau wie auf dem Handy, zack, 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 draufklicken und sofort hat man die Option da, die man wählen kann oder einstellen möchte. Das ist wirklich echt klasse, funktioniert wirklich reibungslos. Natürlich verfügt die Kamera auch über eine WLAN-Verbindung und Bluetooth hat die Kamera auch. Als Speicher in der Kamera wird natürlich eine MicroSD-Karte verwendet und man sollte auf jeden Fall mindestens eine V30-Karte nehmen. Fotos werden mit 48 Megapixel aufgenommen und das Ganze erfolgt natürlich über die Linse, die einen 1 zu 1,3 Zoll Sensor hat. In der Kamera kann man mehrere Sachen einstellen. Man kann Timelapse einstellen, man kann Zeitlupe einstellen. Man hat einen Pure-Video-Modus, der bei schlechten Lichtverhältnissen die Bildqualität anhebt und das Bildrauschen auch fast komplett aufhebt. Natürlich hat die Kamera auch eine Stabilisierung. Das nennt sich hier bei Insta heißt das die Flow-State-Stabilisierung.
Und die funktioniert auch einwandfrei, habe ich schon mehrfach getestet. Also das läuft wirklich top. Die Kamera könnte im Prinzip auch 8K aufnehmen, das hat die auch drauf, aber dann geht das nur mit 24 Bilder die Sekunde. Ja, ich bin gerade noch mal losgefahren, weil das Wetter lässt es heute zu. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, da musst du erst mal schnell eine Runde drehen, dann eben noch ein paar Aufnahmen machen mit der Kamera. Ja, und da habe ich gesagt, ich packe mal hier meine ganzen Kameras ein, mein ganzes Equipment und habe gedacht, fahr mal eben schnell noch mal eine Runde und machen mal ein paar schicke Aufnahmen für euch. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen gefallen euch und ja, ein paar Worte werde ich gleich noch dazu sagen. Ich habe mal den Modus umgestellt von der Kamera und zwar filme ich jetzt im HDR-Modus, im 4K-Modus mit, ja, also 4K auf jeden Fall, mit 30 Bildern die Sekunde. Dann stellt sich automatisch der HDR-Modus ein. In der HDR-Modus bedeutet, dass hier die dunklen Bereiche im Video oder in dem Bild angehoben werden und dass sie nicht ganz so im Dunkel verschwinden. Das heißt, wenn ich jetzt die Sonne von hinter mir hätte, würde mein Gesicht trotzdem noch aufgehellt werden, damit man trotzdem was erkennen kann. Das ist dann quasi der HDR-Modus, dass dann dunkle Bereiche so ein bisschen angeglichen werden. Ja, das habe ich gerade mal eingestellt und ich hoffe, man kann so ein bisschen was erkennen. Ein bisschen ranzoomen. Ich hoffe, man kann mich noch sehen. Wo bin ich denn überhaupt? Ja, hier ganz unten. Ich habe nämlich gerade die Fernbedienung in der Hand. Ich teste das gerade mal so ein bisschen. Ja, und das funktioniert auch gut und die Bildverluste sollen ja quasi gleich null sein. Das allein durch den ein Drittel oder ein 1.3-Sensor, der da verbaut ist, von der Firma Leica. Was hier mit verteilt. Ich habe hier alle mit am Start. Ich habe ja die ES dabei, die One Air 360-Grad-Kamera ist ja auch angeschlossen oder läuft auch mit. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar geile Bilder aufnehmen kann. Ich werde mal noch ein paar Fahrszenen machen, ein paar Fahraufnahmen. Und ja, und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Ich werde eine kleine Runde drehen hier. Und ich werde mal jetzt die GPS-Fernbedienung mal in Angriff nehmen und die wir jetzt mal benutzen, weil ich habe es noch nicht geschafft, die mal wirklich mit dem GPS-Modus zu aktivieren und zu starten. Aber ich habe sie jetzt an, ich werde sie gleich immer Lenker dran machen und werde mal dann die Aufnahme damit starten und mal gucken, ob die GPS-Daten damit aufgezeichnet werden. Und wenn das klappt, dann werde ich das auf jeden Fall gleich mal in dem Video, was ich dann noch zeige, mal einblenden. Ja, also ich fahre jetzt mal los und mal gucken, ob das klappt mit den GPS-Daten. Sagen, die Reichweite von der Fernbedienung ist nicht sehr weit. Da hatte ich mir mehr drüber vorgestellt. Naja, kann man nichts machen. Ist halt so, wie es ist, ne? Also ich bin jetzt hier 40, 50 Meter gefahren und schon reagiert die nicht mehr. Das war auch merkwürdig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr drüber vorgestellt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, naja, egal. Aber wenn man so mal so ein bisschen vloggen will zum Aufnehmen, ist das schon ganz cool. So, und jetzt geht es für mich weiter und zwar in die Richtung hier.
Also nochmal ein kleines Fazit zu der Kamera. Also für mich ist sie wirklich genau das Richtige. Genau das, was ich so brauche für meine Zwecke. Die läuft, die funktioniert, keine Abstöße, die Daten sind da, es wird alles aufgezeichnet. Ich habe verschiedene Modi, die ich benutzen kann. Ich habe das also ein bisschen angepasst, so für meine Bedürfnisse, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das läuft und es funktioniert. Ja, und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank an die Firma Insta360, dass sie mir die Kamera zur Verfügung gestellt hat. Ich werde das natürlich auch verlinken. In der Videobeschreibung ist ein Affiliate-Link. Da könnt ihr draufklicken und dann werdet ihr direkt zu Insta weitergeleitet. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr dort so eine Kamera bestellen oder was anderes, so Zubehör oder was auch immer ihr da braucht. Was mich auch noch freuen würde, ist, wenn ihr lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Könnt auch gerne die Glocke drücken, dann vergesst ihr kein Video von denen, die noch kommen werden. Und ich hoffe, dass es noch zahlreiche werden. Und alles Weitere dann in meinen nächsten Videos. Da werdet ihr noch öfter mal die Kamera im Einsatz sehen. Ja, und von mir aus hier viele liebe Grüße aus Walnhorst, euer Thorsten vom Kanal Time to E-Bike. Ciao.